Laudate Omnes Gentes, Erläuterungen zum Lied Nummer 500 im Yoga Vidya Kirtan Heft. Laudate Omnes Gentes ist ein Taizé-Lied, ein Lied, das von Jacques Berthier gerne gesungen wurde, und ist ein Lied, das eine sehr eingängige Melodie hat, eine sehr meditative Melodie, eine Melodie, die zu Herzen geht. Es ist ein Lied für Völkerverständigung, ist natürlich ein uralter lateinischer Ausspruch, der in der christlichen Kirche immer wieder wiederholt wird. Laudate heißt Lobpreis, lobt, Lob singt. Omnes heißt alle, Gentes Völker. Laudate Dominum, lobt den Herrn. Und Dominus, der Herr, ist so einer der Ausdrücke für Gott, der in der christlichen Kirche gerne gebraucht ist. Der Herr wird auch in der Bibel gerne gebraucht, wann immer in der hebräischen Urbibel Jod, He, Vau, He stand, dann, was die Juden dann immer als Adonai übersetzt haben, wo hat Martin Luther übersetzt als der Herr, und in der lateinischen Bibel wurde es dann als Dominus übersetzt. Denn Gott letztlich ist der Herrscher des Universums, der Schöpfer des Universums, daher kann man ihn als Herr bezeichnen. Und daher, Lob preist ihr Völker alle, alle Völker, und zwar gemeinsam, ist ein Ausdruck der Völkerverständigung. Das heißt nicht, die Deutschen sind besser als die Franzosen und nicht die Europäer besser als die Inder, auch die Christen sind nicht besser als die Moslems und so weiter, sondern alle Völker sind miteinander verbunden. Und alle Völker könnten sich verbunden fühlen, indem sie gemeinsam sich um die Schöpfung kümmern und gemeinsam Gott Lob preisen. Jeder auf seine eigene Weise. Die Christen mögen dies tun auf die christliche Weise, die Moslems auf muslimische Weise, die Hindus auf Hindu-Weisen. Und natürlich gibt es nicht nur eine christliche Weise, sondern jede Religion hat ja einen großartigen Erfahrungsschatz. So mögen alle spirituellen Menschen, alle religiösen Menschen, auch alle Atheisten sich gemeinsam darin fühlen, dass sie die Schöpfung preisen und mit Ehrerbietung behandeln und das göttliche Lob preisen.